Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem heute etwas seltsamen und echt unangenehmen Video. Und zwar ist Folgendes passiert. Wir haben World of Buildings Staffel 3 gestartet und wie es mal wieder sollte wieder nichts funktionieren. Ich habe fälschlicherweise, ohne dass es irgendjemandem aufgefallen ist, die Audioausgabe an meinem Soundboard falsch eingestellt. Somit hat der Stream alles gehört, was ich auf meinen Kopfhörern gehört habe. Das ist zum einen blöd gelaufen, weil dann halt auch WhatsApp-Klingeltöne oder so drin vorkommen und anderem halt auch meine Audio- bzw. Musik, die ich halt selber angehört habe. Und da sind halt so Dinge dabei wie irgendwelche Rap-Musik oder irgendwelche anderen lizenzierten Scheiß-Dinge, die halt nicht für den YouTube-Stream geeignet waren. Insofern wurde ich dann 46 Mal geclaimed und 4 Mal weggestrikt. Das Video ist, oder der Stream ist deswegen offline und ich habe die einzige Möglichkeit jetzt euch diesen Stream quasi runterzuladen, diese 5 Stunden irgendwie zusammenzuschneiden zu einem 10-Minuten-Video. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann halt jetzt noch zusätzlich noch irgendeine lizenzfreie Mucke drunter zu klatschen, damit die Kurve von einem Audio, mir fällt der Fachbegriff gerade nicht ein. Auf jeden Fall, diese Audiospuren sind ja in so Ausschlägen gezeichnet. Kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr... Ich kann euch mal ein Bild einblenden. Und wenn das in einem bestimmten System überlagert wird durch eine zusätzliche Musik, dann kann das vom Algorithmus nicht mehr erkannt werden. Und ich kann euch zumindest mal die Hauptszene vom Stream zeigen, was natürlich auch ein bisschen im Interesse des ganzen Teams von World of Building liegt. Insofern, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und tut mir wirklich leid für die kommende Audio. Das wird richtig schrecklich. Haut rein, viel Spaß, bis zum nächsten Stream und ciao. Kannst du mal kurz zusammen? Ja, ich bin. Goldi! Hier ist schon wieder das übelste Chaos am Start und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Livestream, liebe Leute. Heute sind wir mal in der dritten Staffel von World of Buildings und wie wir hier unten sehen, sind die alle schon wieder komplett am Ausrasten. Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles im Channel ist, wer noch alles ins Projekt eingeladen wurde, wer noch kommt. Ja, die Dudes aus der Tablet sind auf jeden Fall am Start. Und ich sehe gerade, ich habe das falsche Overlay an. Profi am Start. Ja. Beste Vorbereitung. Ja. Fängst du jetzt an, oder? Ah, hallo Leute, also an meine Zuschauer. Willkommen zu dem Projektstart von World of Buildings 3. Wenn ihr wisst, was World of Buildings ist, ich habe Videos dazu gemacht. Ich werde es euch in der Beschreibung erstmal verlinken. Heute ist der Start. Ich fange einfach mal jetzt mit den neuen Sachen an, die zur bisher den vorherigen Staffeln noch nicht waren. Dafür kann man lieber Sorry. Mal versuchen, die Tür gut zu öffnen. Du weißt genau, dass man die nicht aufmachen kann. Ja, denn ihr könnt ja alle Master Shelp machen, denn der gute Dodo hat hier für euch alle was eingerichtet. Oh mein Gott. Für die Info. Jetzt mit slash c private könnt ihr eine gewisse privat machen, das heißt nur ihr könnt darauf zugreifen. Also ich habe mir ungefähr ein genauso großes Haus ausgesucht wie davor, das heißt wir müssen uns ein bisschen ranhalten, wenn wir dieses Projekt machen. Fertig. Spaß. Mein Ziel ist kann man eigentlich auch Survival Schilder kopieren? Was kann man? Schilder kopieren? Nee. Nein. Oder wie meinst du es mit Schilder kopieren? Also man hatte die Möglichkeit, irgendwie ein Schild mit dem Text drauf zu kopieren. Das geht nur in Game Mode. Okay. Ist weg. Ulf, guck mal im Chat. Nicht dein Scheiß Ernst, oder? Hast du schon eine Eisenpicke? Ja. Also das könnte ich dir nicht abholen. Digga. Die mir durchgeführt. Leute, ich bin noch auf Steinbasis unterwegs. Ja, ich auch. Ciao. Du bist endlich alle hingerannt. Dodo? Ja. Du kannst ja das Ganze durch deine Base aufbauen. Ist doch egal, wo. Ja, warte, ich muss ganz kurz noch ein paar Sachen erklären, aber ich werde hier gerade 100 Leute auf einmal. Gibt's nicht dieses Diamond-Tree? Goldi, ich brauche Hilfe, hallo, Goldi, wie du Lizard? Du farmst gerade unter meiner Base. Es sind so viele Leute hier. Ist echt so. Finn schreibt, was für ein Discord eigentlich? In der Stream-Beschreibung müsste einer drin sein. Was? Ein Link dazu. Okay, warte. Mit? Ist noch jemand? Ich weiß nicht, ob der Es sind so viele Leute.
Ja, gibst du mal den Flint? Hm? Du brauchst mich gerade unter meiner Base durch. Du bist mit mir. Danke. Ja, Ist der ganze Server abgeschmiert? Nee. Nö, ist auch nicht. Warte mal, Kenneth. Bitte funktioniert einfach nur. Ach ja. Wenn man einmal richtig spielen ist, einmal richtig wild wird, einmal in Nether, um sich richtige Blöcke farmen zu können, man joint Internet Server. Das hat irgendwie World of Building 1 Feeling. Das aber funktioniert und so. Und Nether. Offen. Ja. Ich bin am Spawn. Ja, liebe Leute, das war so der Start vom Projekt und dann folgte eigentlich nur eine ewig lange Farm, Terraforming und Eskalationszeit von den nächsten, keine Ahnung, 4,5 Stunden gefühlt. Und um das wirklich jetzt nicht alles durchzuschauen, weil dafür habe ich keine Zeit und auch wirklich keine Lust, werde ich euch jetzt einfach eine gigantische Timelapse machen und ich wünsche euch damit einfach viel Spaß.
Gegenstand. Leute, an dieser Stelle beenden wir dann heute den Stream nach 5,5 Stunden. Reicht dann auch mal wieder. Oh Mann, ey. Wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mal den Like von das Alteine Stream gerne mit Freunden und Verwandten. Wenn ihr wieder einen Stream haben wollt oder lieber ein Video mit einer Timelapse, wo wir was bauen, dann schreibt das auf jeden Fall auch mal rein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall richtig Bock. Haut rein, bis zum nächsten Stream. Möchtet ihr anderen noch was sagen? Esst euer Gemüse, Kinder.